Hi Leute, ich bin Eva. Willkommen bei Alles Eva. Heute ist wieder was richtig Komisches passiert. Am besten seht ihr selber. Aber nicht vergessen, uns einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn euch das Video gefällt. Habt ihr das auch gehört? Hat an der Tür geklopft. Mal schauen, was da ist. Mal schauen. Schaut mal! Mein Gott! So ein Roblox in Dortmund Set! Das habe ich mir schon immer mal gewünscht. Und jetzt haben wir es einfach. Yes. Mama, guck mal, was ich draußen gefunden habe. Was ist das denn? Das ist ein Roblox in Dortmund Set. What? Wie krass! Warte, komm, setz dich mal hin. Ich setz mich auch mal. Sehr gut. Ist ja verschwunden. Aber dafür ist von einem alten Pet Shop. Das ist ja krass. War das in einem Paket drin oder was? Nee, das war einfach nur da draußen. Vor der Haustür? Ja. Einfach so? Ja. Baby, das ist aber seltsam. Wer stellt dir denn sowas hin? Bin ich das oder fehlen ein paar Figuren? Meinst du? Zeig mal. Guck hier, diese Person, das da und das da. Stimmt, hier fehlt was. Wo noch? Warte mal. Warte. Was haben wir denn da alles? Was haben wir? Das fehlt, genau. Und da unten meinst du? Ja, guck. Da, ja. Welche Person? Also wir haben, warte mal, wir haben das. Wir haben die, all diese Tiere und all diese Personen. Wir haben diese Person nicht. Wer ist das? Holly. Ich kann nichts sehen, Avi. Holly, okay. Und dann haben wir noch diesen Sir Wolf. Diesen da. Ich denke, der hieß auch Sir Wolfington, oder? Ich glaube auch. Und was fehlt noch? Dies da. Aber was ist dies da? Ich weiß es nicht. Hier steht auch nichts. Das haben wir da nicht. Bist du dir sicher? Du meinst ja. Dieses? Aha, dieses Royal Egg. Hm. Hier sehe ich, also da muss doch das Royal Egg rein. Bist du dir da ganz sicher? Aber ich wundere mich viel mehr, wer uns einfach so ein Spieleset vor die Haustür stellt. Vielleicht haben wir das einfach mal gekauft und dann vergessen. Ich habe das ganz bestimmt nicht gekauft, das würde ich nicht vergessen. Hm. Ich weiß doch, wie sehr du Roblox magst, das hätte ich dir doch dann zum Geburtstag geschenkt. Ja, aber trotzdem, vielleicht ist es ein bisschen früh gekommen. Ja, aber wenn ich was bestelle, dann kommt es immer in einem Karton. Ja, da hast du Ich meine, du solltest es am besten einfach wieder rausstellen, Ava. Aber komm schon, das ist ein Roblox-Set. Und ich darf mich, wer darf mich Tiere? Und eine Dobby-Sachen, du Dobby-Figuren, die man auch eine Dobby findet. Ja, es kann ja nichts schaden, wenn du es mal aufmachst, oder? Ja. Ah, guck, hier sieht man auch einen anderen Tesastreifen. Vielleicht sind die einfach nur rausgefallen. Naja, aber sowas fällt nicht einfach raus, Avi. Die sind ja, guck mal, wenn ich das jetzt hier so wackel, die sind ja da drin gut befestigt. Das fällt nicht einfach so raus. Vielleicht sind die im Verpacken rausgefallen oder so. Egal, ich will es einfach nur aufmachen. Dauert ein bisschen. Da. Jetzt müsstest du es rausziehen können. Heute ist es draußen. Bin ich das oder? Das Papier kennen wir doch. Vielleicht. Ist im Druck was falsch gegangen und hier stand, sorry, dass wir nicht im Paket reingemacht haben. Guck mal, was da steht. Ich ahne Schlimmes. Okay, gut. Paket, Leute, wisst mein Name. Ava, die fehlenden Sachen sind nicht rausgefallen. Ich habe sie mir genommen. Du musst sie finden. Geh suchen, wo du am wenigsten hingehst. Denk daran, ich bin immer da. Wo du am wenigsten hingehst? Ich bin am wenigsten hin. Im Haus, in der Dorpney oder... Ich meine, ich könnte ja irgendein Land sagen. Mann. Das ist sehr seltsam. Hier baue das mal erst kurz zusammen, okay. Um zu schauen, ob wir da nicht irgendwo noch einen Hinweis finden. Wenn ich auch rausgehe. Aber das Playset an sich ist voll schön gemacht. Ja. Hier. Ich bin überfordert mit dem allen. Aha. Du guckst so. Ich meine, gerade habe ich was richtig Tolles bekommen. Und nein, es muss so sein. Das ist nicht nur mein Playset. Ist so,
nervt dich jetzt. Ja! Weil ich habe ein richtig gutes Playset bekommen. Oh nein! Das ist verflucht oder so. Mal vor, dein Lieblingsbuch ist die knallharten Tausend. Dann kommt's an und Bogen der Seite ist rausgerissen. Und es ist verflucht. Okay, gut. Wir haben jetzt hier alles. Naja, fast alles. Bis auf die drei Figuren, die fehlen, Avi. Jetzt müssen wir gucken, wo wir die finden können. Hm. Wo bist du nie? Gehe ich, also nie, würde ich jetzt nicht sagen, wo gehe ich am wenigsten. Keller? Komm, wir gehen einfach mal suchen. Guck dir nochmal genau an, was hier ist. Nicht, dass dann nachher gleich auch noch was fehlt. Mal, wir machen okay. Alle Pets in der Reihe. Und wenn irgendein Pet, wenn da irgendeine Lücke ist, bedeutet, oh, da fehlt was. Mhm. So. Okay, und den Rest, den lassen wir einfach so liegen. Lücke bedeutet, oh oh. Los geht's. Bea, was denkst du? Finden wir alles? Und ist es dann nachher noch da? Oh je, Avi, die Bea bewegt sich kaum. Vivi, ist alles okay? Wir haben uns gerade unterhalten, wo die Ava nie hingeht. Wo ist das? Waschkeller. Du liebst unseren Waschkeller sehr. Der ist dir irgendwie unheimlich, gell? Warte mal, mir ist gerade was eingefallen. Mir ist mal ganz schnell in der Drop Me. Der Sir Woffington ist doch bei dem Golden Egg. Willst du das mal kurz gucken? Und so ist auch die Holly. Okay, komm, hol dir. Ich meine Royal Egg, nicht Golden. Sag mal, willst du jetzt einfach nur Zeit schinden, bis du in den Waschkeller gehen musst? Vielleicht. Aber trotzdem. Hier. Jetzt lädt erstmal alles. Hier bin ich jetzt im Pet Store. Und? Mal. Guck, da drüben ist die Holly. Wo? Ich sehe sie nicht. Ach da, ja. Okay. Und hier? Oh mein Gott, die gehören im Prinzip zusammen, die Figuren, die verloren gingen. Das ist ja mega creepy, Ava. Oh, das gefällt mir gar nicht. Komm, wir gehen schnell suchen. Wenn wir was finden, dann alle drei zusammen, oder? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was wir zu erwarten haben. Schatz, die Waschküche ist nicht unheimlich. Die ist halt im Keller. Das ist halt eine Waschküche. Alles, was im Keller ist, ist unheimlich. Meinst du bei den Putzmitteln ehrlich? Kann ich mir ja nicht vorstellen. Ich weiß es auch nicht. Was? Was ist denn da umgefallen? Brief. Wie was sie lesen denn oben und nicht in der Waschküche? Ja, geh hoch. So. Zeig mal, ob du wirklich die richtigen Sachen gefunden hast. Warte, erstmal gucken wir hier. Oh ja. Keine Lücke. Alles noch da, ja. Okay. Aber doch, das sind die richtigen Sachen. Wir haben gesagt Holly, Sir Woffington und Halt die mal richtig hoch, ich kann die gar nicht richtig sehen. Mann, ich mache uns noch mal ein bisschen mehr Licht, ja? Sagt ihr doch mal, denkt ihr, das sind die richtigen Figuren? Wenn ja, dann lasst uns jetzt einen dicken Daumen nach oben da. Ava die gefunden hat, die wirklich verloren gingen. Und jetzt würde ich so gerne wissen, was da steht. Und nee, doch nicht gucken. Doch, müssen wir! Aber wenn da was steht, was wir nicht wissen wollen. Aber wir müssen es machen, sonst bekommen wir dauernd diese Dinger. Und immer fehlt was anderes. Okay, komm dann. Guck rein, vielleicht schaffen wir es dieses Mal endlich den Fluch zu lüften. Ava, kaufe mir 5 Royal Eggs. Es muss mindestens ein Legendary Pet rauskommen. Und 4 von den Pets aus dem Set. Gib dir Mühe. Nicht so wie mit den lilanen Haaren. Lass mich mal gucken. Und was stand nochmal bei dem anderen Brief? Den will ich mir jetzt auch nochmal angucken. Hier. Okay, also das mit den lilanen Haaren scheinst du nicht gut gemacht zu haben. Die waren scheinbar echt nicht lila genug. Ist ja nicht ungeschult, dass ich braune Haare hatte. Und hier stand jetzt, die fehlenden Sachen sind nicht rausgefallen, geh suchen. Ava, was du nicht gesehen hast, ist, denk daran, ich bin immer da. Immer da, denk daran, ich bin immer da. Ist das Among Us? Nein, nicht in Among Us, weil da würde Among Us stehen. Immer Dark Me, das macht ja keinen Sinn. Denn jetzt sollst du
5 Royal Eggs kaufen. Ja, sollst du die übergeben oder musst du die aufmachen? Was soll das? Ich weiß es nicht. Lass uns einfach in Adopt Me gehen und es dann machen und dann hoffen. Ich sag irgendwie so, yay, jetzt habe ich die Sachen, die ich schon immer wollte. Jetzt lasse ich die in Ruhe. Okay, so machen wir das. So, Leute, ich bin jetzt hier auch in Adopt Me und ich würde mal sagen, wir kaufen jetzt erstmal die Eier. Hast du denn genug Robux, Ava, für die Eier? Hoffentlich. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, gut, sollen wir die jetzt erstmal aufmachen? Ja, mach mal das erste auf. Warte, was brauchen wir nochmal? Wir brauchen 5 Royal Eggs. Die haben wir. Mhm. Okay. Und 4 Tiere vom Set, oder? Genau, und ein Legendary Pet. Okay, ja, dann fangen wir mal an. Okay, gut, also hier haben wir jetzt erstmal ein Shiba Inu. Ist das ein Legendary? Nein, das ist ein Ultra Rare. Ich sag dir schon, wenn wir ein Legendary gehatcht haben. Mama, ich sehe da jemanden. Ah, die geht zu Babys und sieht voll... wer bist du, Beaver? Warum hast du denn bitte für ein Starter Egg raus? Das erfährst du nie? Oh Mann, das ist creepy. Ja, wir haben Unicorn, Legendary. Ava, und ist das Unicorn nicht auch eins von den Tieren, die dabei waren? Ja, aber ich denke, wir müssen unterschiedlich machen, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach nur Hashtags geschrieben. Gib her. Okay. Mach ich hier schon mal rein. Und in dem Set war ja auch eine Cat. Dann mach ich gleich noch eine Cat rein. Was hatten wir denn noch da? Pinguin. Aber musst du die nicht hatchen, Ava? Nee, die muss ich, denke ich, nicht hatchen. Bist du sicher? Mhm. Ich habe einen Pinguin. Hast sie gekleint? Ich weiß doch auch nicht. Vielleicht musst du erst alles aufmachen. Gib nur das. Ja. Ich weiß nicht, was will die Person? Ich weiß es auch nicht. Erste knallt sie den Trade. Okay, aber ich kann es nur in einem Trade geben. Baby, vielleicht gibst du erst nicht nur das Juni. Ich weiß es nicht. Vielleicht musst du die Stück für Stück geben und die müssen aus den Royal Eggs rauskommen. Weil, warum? Aber halb von den Tieren kommen nicht aus den Royal Eggs. Nur 2 kommen aus den Royal Eggs. Okay. Dann also wird es eh nicht gehen. Nicht. Am besten machst du dann erstmal die Royal Eggs auf. Okay, hier machen wir erstmal. Okay, jetzt geht die weg. Okay, ein Puma. Ist da auch ein Puma dabei? Nee, ne? Nee, da ist kein Puma dabei. Aber immerhin hattest du schon einen Legendary aus den Royal Eggs. Stell dir vor, du hättest keins rausbekommen. Okay, gut, jetzt haben wir 2 Shiba Inu, die sind ja hier drin. Okay. Okay, gut, also wir haben Cat und eine Shiba Inu. Eine Cat hatte ich ja schon, also das wird ja auch gelten. Jetzt brauchen wir nur noch 2 andere Tiere. Okay, dann mach die Eier auf, Evie. Ich habe schon alle aufgemacht. Du hast alle 5 schon aufgemacht. Und wie viele Legendaries hast du eins gekriegt? Nur eins. Es soll doch wenigstens eins aufkommen. Okay. Jetzt stell dir mal vor, und was ist, wenn der zurückkommt? Ah, Svenja! Okay, gut. Vielleicht sollten wir einen Pinguin und einen Griffin nehmen. Noch als zweites. Ich habe keine Ahnung. Sollten wir das machen? Weil ich kann ja eh keine mehr hatchen. Ja. Aber sag mal, Avi, saß der Sir Woofington nicht sonst immer drinnen bei den Royal Eggs? Der ist ja drin. Okay. Vielleicht musst du erst nochmal mit Holly sprechen, weil die war ja auch verschwunden. Mal gucken, was die dir sagt. Cats, cats, cats. I love cats. Want a cat? Buy an egg and you can maybe have a cat. You have a cat, you have a cat, you have a cat. Die erzählt dir ein unsinniges Zeug. Cat crazy. Kauf. Ein Egg? Vielleicht musst du aus den Eiern die Katze rauskriegen. Ich meine, da ist die größte Chance, ein Egg zu Katze zu bekommen. Schon. Oh, Elvi, das ist alles so seltsam. Okay, wir haben Chuck und Labrador. Oh nee, und das brauchst du noch nicht mal, oder? Ja, ich brauche eine Katze. Oh, der sieht aber auch echt creepy aus. Meine Güte. Okay, geht das Snowcat? Nee, nur die Tiere aus dem Set. Da steht von den Pets aus dem Set. Nein, okay, gut. Aber du kannst doch jetzt hier nicht ständig Eier kaufen, Ava. Ich weiß, aber ich brauche nur eine Katze. Hast du keine Katze im Inventar? Doch, habe ich. Dann versuch's nochmal. Du kriegst dann nur lauter Snowcats. Ja, ich habe jetzt nur eine Snowcat bekommen. Okay, trade den nochmal an. Ich habe nur noch... Du kannst doch nicht... Ich habe eine Cat bekommen. Okay, gut. So gut. Jetzt trade ich an und gebe einfach alle Tiere, die ich vom Set habe. Okay. Oh mein Gott, ich habe keinen normalen Griffin. Shiba Inu kann ich noch geben. Aber was ist, wenn du keinen Griffin hast, Ava? Wo kriegst du? Also ich brauche keinen Griffin. Ich kann auch einfach einen Shiba Inu geben. Okay, okay. Aber 4 von den Pets aus dem Set steht da. Und das sind doch jetzt nur 3. Ich gebe dann noch ein Pet nach. Ich kann ja noch einen Panda kaufen. Mal, ich kaufe jetzt noch einen Panda. Hier. Das ist nicht alles. Hier.
Das ist doch ein Scammer, oder? Ich weiß es nicht. Die hat jetzt alles bekommen. Und wie heißt die Person immer noch? Ich sehe dich immer, Ava. Ah, du hast den Panda einfach so übergeben? Ja. Dein bestes Pet? Nein. Nein. Mein bestes Pet ist die Mega-Giraffe. Ich liebe aber diese Giraffe. Oh, Avi. Aber die ist doch nicht im Set. Oh, Avi, was passiert, wenn du jetzt rausgehst? Ich weiß es nicht. Sie sagt nichts. Sie läuft einfach nur rum. Ich will aber nicht die Mega-Giraffe abgeben. Jo, dir bleibt doch wohl nichts anderes aber übrig. Aber weißt du nicht... aber sie antwortet nicht. Gut. B? Hä? Hä? Evi, was willst du denn machen? Ich weiß es nicht. Das ist ja mein bestes Pet, oder? Ich glaube schon. Das hättest du doch jetzt nicht erwartet, dass die Person was ich addet, weiß, oder? Aber trotzdem. Oh, Evi, das tut mir so leid. Na, die Mega-Giraffe ist weg. Ich habe auf Accept gedrückt. Jetzt habe ich nur noch meine Neon-Giraffe. Die will sie noch nicht mal rausholen. Jetzt ist sie einfach weg. Das war ein Scammer, Ava. Oh nein. Aber was jetzt? Sie hat nichts gesagt. All, was sie gesagt hat, ist Ava. Das erfahrst du nie. Gib her. 1. Falsch. Gib her. Die Person war wirklich nicht sehr gesprächsbereit. Nein. Aber du hast doch alles gemacht, was die Person wollte. Ich weiß. Aber es hat... Das ist offen. Und jetzt ist sie für immer weg. Ja. Was können wir denn da machen? Ich weiß es auch nicht. Gut. Ein von meinen coolsten Jeanpads weg. Mein Gott, was sollen wir denn jetzt machen? Sie hat noch nicht mal irgendwo einen Hinweis da gelassen. Für einen Brief. Da ist nichts mehr, Avi. Ich habe keine Ahnung. Wie geht es denn jetzt weiter? Das frage ich mich ja auch. Oh Leute, ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben, wenn ihr sehen wollt, wie das weitergeht und ob Ava irgendwie ihr Dreampad wieder zurückbekommt. Dann lasst uns auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben da. Und wir sehen euch dann. Aber erst nicht vergessen, alles ist nur gespielt. Wir sehen euch dann beim nächsten Mal. Bis ihr Lieben. Ciao.